Herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute ein Gulasch machen, das es bei mir daheim schon gibt, seit ich klein bin. Und wir fangen auch gleich an. Ihr braucht 1,5 Kilo Schweinegulasch, natürlich könnt ihr es euch auch selber schneiden, 2,5 Kilo festkochende Kartoffeln, edelsüßen Paprika oder Rosenpaprika, scharfen Paprika, etwas Cayennepfeffer und für etwas mehr Schärfe etwas Chili, Salz, Pfeffer und ich verwende des Geschmacks wegen ein wenig Suppengewürz mit. Als erstes schälen wir jetzt die Kartoffeln. Jetzt schneiden wir die Kartoffeln in Würfel. Dabei ist darauf zu achten, dass sie einigermaßen gleich groß sind. Die kleineren Stücke schneiden wir dann noch kleiner, weil die uns dann Bindung für das Gericht geben. Solltet ihr das Fleisch am Stück haben, müsst ihr dieses natürlich auch noch schneiden. Als erstes lassen wir jetzt Öl oder Butterschmalz heiß werden. Dann geben wir das Fleisch rein und braten es kräftig an. Wenn das Fleisch dann etwas Farbe hat, gebt ihr den Paprika dazu. Den süßen wie auch den scharfen. Beim Scharfen etwas vorsichtiger mit der Menge. Dann wird das Ganze kurz angeschwitzt und dann abgelöscht. Achtet dabei darauf, dass ihr den Paprika nicht zu lange anschwitzt, da er sonst bitter wird. Dann gebt ihr das Suppengewürz dazu, rührt nochmal um und gebt dann die Kartoffeln dazu. Jetzt gießt ihr das Ganze so weit auf, dass die Kartoffeln knapp unter Wasser sind. Jetzt lassen wir das Ganze einfach aufkochen und dann eigentlich so lange weiterkochen, bis die Kartoffeln gar sind. Ihr seht jetzt, meine Kartoffeln sind weich und auch etwas verkocht, damit ich eine schöne Bindung herbekomme. Jetzt würze ich das Ganze mit Cayennepfeffer, Chili, Salz und Pfeffer. Dann kochen wir das Ganze nochmal auf und wenn ihr es dann fertig abgeschmeckt habt, könnt ihr es servieren. So, jetzt habe ich noch ein paar kleine Tipps für euch. Nummer 1 ist, dass ihr, wenn ihr eine Gulaschsuppe wollt, die etwas flüssiger ist und nicht so gut gebunden, rührt nicht zu oft um, denn je mehr ihr rührt, desto mehr binden die Kartoffeln. Der zweite ist das genaue Gegenteil. Wenn ihr wollt, dass es gut bindet, rührt viel. Oder wenn ihr die Kartoffeln nicht so sehr verkochen lassen wollt oder nicht so sehr kochen wollt, dann verwendet 1 oder 2 Esslöffel Kartoffelpüree-Pulver. Dann habe ich noch einen letzten Tipp. Und zwar, ihr könnt das Ganze natürlich in einem Schnellkochtopf machen. Und ja, da wird das Fleisch ein bisschen zarter, es ist ein bisschen schneller fertig. Ansonsten war es das dann eigentlich zum Gulasch. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir in die Comments oder unter dem Hashtag Eintopfwelt schreibt, wie es euch gefallen hat und wie euch das Gulasch schlussendlich geschmeckt hat. Und dann habe ich hier noch das Video von letzter Woche noch das verlinkt, die Zimtcreme. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao!